Hallo meine Lieben und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und in diesem Video möchte ich euch gerne mal meinen neuen Sponsor vorstellen, den ihr bereits am Anfang des Videos gesehen habt und die Rede ist hierbei von God of Cards. Und das Team von God of Cards hat mir auch am Anfang des Jahres sofort so ein großes Paket zukommen lassen. Schaut euch an, Alter, das ist so groß. Also natürlich, weil ich es jetzt nicht vor die Kamera gehalten habe, aber schaut mal, das ist größer als mein Kopf, ne? Und das ist gar nicht so leicht, von daher ich bin echt gespannt, was da drin ist und ich würde sagen, wir packen das Ganze gemeinsam aus und lassen uns mal gemeinsam überraschen. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch erstmal meinen neuen Partner vorstellen. Und wie stellt man euch God of Cards am besten vor, indem wir mal auf die Internetseite von denen springen. Und da werdet ihr nicht nur Yu-Gi-Oh! Stuff bekommen, sondern auch Stuff von Pokémon, Digimon. Und in Zukunft soll es dort auch noch diversen anderen Stuff geben. Von daher checkt immer mal die Internetseite aus. Wenn es was Neues gibt, dann erfahrt ihr das natürlich auch auf meinem Kanal. Und was gibt es hier? Ihr seht ja hier, wir haben die Kategorie Pokémon. Da haben wir einmal Pokémon Deutsch, Pokémon Englisch, auch Japanisch und Koreanisch. Das bedeutet, ihr könnt hier auch Sets aus dem OCG kaufen. Das ist auch richtig, richtig nice. Bei Yu-Gi-Oh! Ist es genau dasselbe. Ihr könnt Displays, Booster, Tins, Decks oder Box-Sets auf Deutsch oder auf Englisch kaufen. Beziehungsweise hier auch aus dem koreanischen Bereich. Da wird es auch bald Produkte aus dem Japanischen geben. Darauf können wir uns schon mal alle freuen. Also ich feiere das auf jeden Fall und freue mich darauf riesig. Dann habt ihr hier noch was von Digimon, auch auf Englisch und Japanisch. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zubehör. Ihr bekommt natürlich standardmäßige Hüllen. Ihr könnt hier aber auch Hüllen aus dem OCG bekommen, also OCG-Sleeves. Richtig nice. Da wird es auch demnächst wieder einen großen Restock geben. Deckboxen könnt ihr natürlich bekommen. Diverse Ordner, Pokémon-Zubehör, Yu-Gi-Oh! Zubehör nochmal separat und noch sonstiges. Und was ich richtig geil finde, es gibt Merch auf dieser Seite. Richtig, richtig geil. Wir bekommen hier Pokémon-Stofftiere, Figuren. Wir können ja mal gerne reinschalten. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Pokémon-Plüschtier Flamara. Richtig, richtig nice. Leider ist es schon ausverkauft. Die sind nämlich immer extrem gefragt. Und dann haben wir hier noch ein paar Figuren von Pokémon. Da haben wir ein paar Pop-Figuren. Ratzfratz als Funko Pop. Oh, schade, schon ausverkauft. Ah, die wäre echt cool gewesen. Hier ist sogar Mewtwo als Pop-Figur. Ah, den kenne ich sogar noch. Ich bin bei Pokémon ja nicht so firm, aber einige von euch verfolgen das ja oder spielen es auch selber. Ich habe tatsächlich nur so die ersten 3-4 Staffeln und den ersten Film, glaube ich, davon gesehen. Ansonsten ist Pokémon an mir komplett vorbeigezogen. Nichtsdestotrotz habe ich die Edition Rot, Gelb und Blau gespielt und da konnte man unter anderem Mewtwo spielen. Und das war richtig nice. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann gibt es noch ganz neu einen Blog, da könnt ihr euch gerne belesen zu einigen Themen, zum Beispiel zur letzten Bandes, die wir bekommen haben, zu dem Archetype Dark World bzw. auch zum Structure Deck. Da wird noch viel, viel passieren, von daher, ich finde sowas immer richtig cool, wenn man sich auch so ein bisschen theoretisch dazu belesen kann, als immer nur die ganzen Replays zu sehen. Da wird auch noch ein bisschen was zum Archetype erzählt, das heißt, die Lore dahinter finde ich persönlich richtig, richtig nice. Jetzt schauen wir mal bei Deutsch Displays, was uns natürlich alle interessiert aus dem TCG. Da haben wir hier unter anderem einmal Legendary Duelist, ne? Duels from the Deep ist noch da, dann haben wir hier Synchro Storm, also gefühlt habt ihr eigentlich hier alles aus dem TCG. Battles of Legend Crystal Revenge ist leider schon ausverkauft, war eigentlich ein ganz cooles Set. Die Nachfrage ist ja immer gigantisch, also ich mache ja persönlich auch immer sehr, sehr gerne so eine Booster bzw. Displays auf. Dann haben wir hier auch schon für die Zukunft Amazing Defenders wird es bald geben, dann auch Hypernova und Maze of Memories, da gibt es sehr gute Reprints unter anderem drin, ne? Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, vielleicht holt man sich davon auch ein Display ran. Dann haben wir hier natürlich das Ganze nochmal auf Englisch und wir haben hier auch koreanische zurzeit, wie angesprochen, es wird auch noch japanisch geben, aber die koreanischen Dinger sind ein bisschen günstiger als die Teile aus dem TCG und ihr könnt hier sogar richtig alte Sets bekommen, die es bei uns im TCG nicht mehr gibt, beziehungsweise zahlst du für so ein Display über 1000 Euro. Und hier kommt man tatsächlich in die Versuchung, mal so ein ganz altes Display. Sicherlich sind die Karten auf Koreanisch. Nichtsdestotrotz sind ja die Artworks nice. Es gibt hier Sets wie zum Beispiel von Dawn of Majesty, Phantom Rage. Es gibt hier aber auch Lightning Overdrive, Genesis Impact. Aber dann gibt es hier auch Sets wie Rise of the Destiny, Legacy of Darkness. Shadow of Curse könnt ihr hier auch bekommen, auch richtig, richtig nice. Also wie ihr seht, gibt es hier sehr, sehr viele Sets. Legend of the Blue Eyes, White Dragon, auch richtig, richtig nice. Also, boah. Also macht das Öffnen doch richtig viel Fun. Also ich freue mich schon darauf und ich bin gespannt, was so alles in dem Paket ist. Dann habe ich noch weitere Informationen für euch. Und zwar wird God of Cards in den nächsten 2 Wochen Stuff von Imperium Duelist bekommen. Kennen bestimmt auch einige von euch. Ich blende euch gerne mal die Internetseite dazu ein. Richtig coole Sleeves gibt es da. Deckboxen, auch Matten. Das wird es auch unter anderem alles auf God of Cards dann geben. Dann wird es ab Frühjahr auch eine Zusammenarbeit mit Mana Moon Art bekommen. Checkt da gerne mal die Instagram-Seite zu aus. Da gibt es richtig coole Deckboxen unter anderem oder auch Würfel. Diversen Merch könnt ihr da kriegen. Also richtig, richtig nice. Darauf freue ich mich persönlich auch schon sehr. Dann wird es natürlich wieder mehr OCG-Sleeves geben. Die habe ich, glaube ich, jetzt nicht gezeigt. Da
können wir auch gerne nochmal reinschauen, was es hier bisher gibt. Auch die sind relativ zügig immer ausverkauft. Hier haben wir zum Beispiel ganz oben links Sleeves von dunklem Magermädchen. Die sehen ja mal geil aus. Alter Falter, sehen die cool aus. Ich glaube, die muss ich mir noch holen. Ja, die sind richtig cool. Also ihr kennt ja bestimmt schon einige Sleeves und da wird es demnächst deutlich nochmal mehr geben. Es wird einen Restock geben. Also es wird jetzt groß angegriffen. Von daher können wir uns auf diverse Sleeves freuen, die es bisher nur im OCG gab. Die wird es auch bald bei uns geben. Und zusätzlich möchte das Team nicht nur Sleeves aus dem OCG einführen, sondern auch diverse Deckboxen, Field Center oder auch Playmates. Und wie wir alle wissen, sind Playmates aus dem OCG richtig, richtig teuer, wenn du die hier gerne haben möchtest. Von daher haben wir hier dann endlich mal einen Händler, der auch sich um die Playmates für uns kümmert. Richtig nice, ich freue mich schon darauf. Es gibt ja richtig hübsch aussehende Playmates im OCG. Von daher freue ich mich persönlich sehr darauf, da ich ja zum Beispiel auch sehr viele Spielmatten sammle. Wer meine Decks der Woche verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass es dort immer eine andere Playmate gab. Von daher ist das für mich persönlich ein großer Pluspunkt. Ich freue mich darauf auf jeden Fall. Des Weiteren möchte das Team von God of Cards euch auch eine App beziehungsweise auch diese Internetseite nochmal etwas überarbeiten, damit das alles nochmal etwas bedienfreundlicher aussieht, beziehungsweise man alles leichter findet. Von daher können wir uns da auf jeden Fall auf Großes freuen und ich würde sagen, jetzt haben wir aber genug gequatscht und wir schauen jetzt mal in das Paket. So, meine Lieben, da haben wir auch das gute Stück und ich würde sagen, wir hauen jetzt direkt rein. Ich will jetzt endlich wissen, was hier so drin ist. Oh, so tief geschnitten. So. Alter, ist das viel. Oh, Nervennahrung. Danke dir. So, alter Falter. Das ist echt viel. Okay. Wir haben hier ein paar Booster Expansion Pack. Okay, cool. Dann haben wir hier Chronicle Pack. 3 Stück. Sehr, sehr nice. Packen wir mal beiseite. Ich muss jetzt mal, glaube ich, alles einzeln rausholen. Ich muss mal das Mikrofon kurz beiseite nehmen. So. Dann sehe ich auch mehr. So. Das hier können wir auch mal kurz beiseite nehmen. So, alles ein bisschen eng hier. So, jetzt seht ihr auch mehr. Wir haben hier Booster. Seto Kaiba. Nice. Ah, da habe ich einen Kumpel. Der wird sich über die Telle freuen. Der wird sich über die Telle freuen. Cool. Richtig, richtig cool. Ich mag auch, dass sie so funkeln. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann haben wir noch weitere einzelne Booster. Einmal Animation Chronicle. Sehr, sehr gutes Set tatsächlich. Animation Chronicle wurde bei uns zu Battles of Legend Crystal Revenge. Ich glaube ja. Weiß ich aber gerade nicht genau. Die Namen ändern sich ja immer bei uns. Warum auch immer. Animation Chronicle klingt eigentlich viel, viel besser. Dann haben wir hier ein Set, dessen Namen ich nicht lesen kann. Auf jeden Fall was Offizielles. Und wir haben hier nochmal Rarity Collection. Da bin ich echt gespannt, was da so drin ist. Packen wir auch mal beiseite. Ich glaube, ich habe die wieder reingepackt hier, wa? Genau, die hatten wir schon in der Hand. Das ist, glaube ich, das Legendary Duelist von Marek. Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Ra. Irgendwas mit Ra. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch jetzt das Legendary Duelist einfällt. Chronicle hatten wir schon. Dann, genau, Ra. Dann haben wir, hoch. Dann haben wir hier einmal Pegasus. Auch richtig, richtig nice. Müsste auch, glaube ich, das Legendary Duelist sein. Richtig, richtig cool. Alter, bin ich echt gespannt, was wir daraus ziehen. Ich bin sowieso gespannt, wie da die Packs so aufgebaut sind. Wo da die besondere Karte ist, die man ziehen möchte. Ist die auch in der Mitte? Ist die am Ende? Oh, da können wir uns echt überraschen lassen. Dann haben wir hier noch zweimal Rush Duel. Mit Rush Duel hatte ich bisher sehr wenig Berührungspunkte. Ich bin gespannt, was da so drin sein wird. Dann nochmal Animation Chronicle. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir uns mal die Booster noch an. Hier haben wir, oh, das sieht aus wie Rise of the Duelist, müsste das sein. Sehr cool. Das könnte, oh nee, das sagt mir jetzt nichts. Könnte, ist das das LED 4? Nee, ich glaube, das ist viel, viel älter, ne? Das müsste viel, viel älter sein. Dann haben wir noch einmal die Archive Collection. Die ist auch sehr, sehr nice. Was haben wir denn hier? Einzelne Booster wahrscheinlich nochmal. Schauen wir mal rein. Oh, Alter, World Championship 2014. Die sind echt krass. Und teuer. Die sind wirklich teuer. Holy moly. 5 Stück. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr cool. Das ist echt cool. Das ist wirklich... Also ich feiere halt Sleeves, ne? Ich feiere generell halt das Ganze drumherum irgendwie um Yu-Gi-Oh! So, was haben wir hier? Ah, das ist doch der Regenbogendrache hier von Crystal Revenge. Also nicht von Crystal Revenge, sondern von den Crystal Beasts natürlich.
Ah, hier haben wir die Zeitdiebe. Sehr, sehr nice. Und nochmal Animation Chronicle. Ich kann euch leider nicht immer sagen, wie das Set heißt, da ich den Namen leider nicht lesen kann. Extra Pack 2019 steht hier drauf. Aber hier... Tut mir leid. Koreanisch ist nicht so meine Stärke. So, da haben wir noch ein ganzes Display davon. Richtig cool. Ja. Da haben wir hiervon nochmal ein Display. Also von Legendary Duelist 7 müsste das, glaube ich, sein. Das kam auf jeden Fall nach Yugi raus. Richtig, richtig cool. Alter. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist die Shiny Box. Die Secret Shiny Box. Wie krass ist das denn? Ich habe hier noch ein paar einzelne Booster, sehe ich gerade. Alter, wie viel ist denn hier drin? Nochmal ein bisschen Rush-Duel. Und noch einmal Koreanisch. Richtig, richtig geil. Nochmal Rush-Duel als Display. Ey, ist das krass. Die Prismatic Art Collection. Wow. Holy shit. Mein Tisch ist schon voll. Mein Tisch ist einfach schon voll, Mann. Oh, was ist das? Das LOB-Ding? Ich glaube schon, oder? Das müsste LOB sein. Oh. Alter, krass. Alter, ich... Oh, hier ist nochmal ein einzelnes Booster. Ey, boah, ich bin fast sprachlos. Ey, das ist ja richtig krass. Das, oh Gott, ist das GX vielleicht? Also, das ist, sieht nach Helden aus, jedenfalls durch Jaden. Aber wie das Set heißt, weiß ich gerade nicht. Ich muss mir das auch mal alles zusammen googeln, tatsächlich. Ah, das ist krass. Die kenne ich aber. Die kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten von euch kennen die, ne? Ich glaube, das kennen echt die meisten von euch. Secret Shiny Box. Oder Set heißt sie hier. Lesen wir doch mal. Ah, Spaß am Rande. Boah, ist das krass. Ey, ich bin echt sprachlos. Ey, ich kann ja mal kurz rüberschwenken. Oh, was heißt rüberschwenken? Ich hole mal nochmal alles hier auf den Tisch. Was man sagen muss, hier ist, glaube ich, die Verpackungsart auch viel, viel besser als bei uns zurzeit im TCG. Dann haben wir ganz viele einzelne Booster. Alter, das sind so viele. So verdammt viele. Es sind noch nicht alle, Leute. Hier sind noch mehr. So, der Turm hält. Und wir haben noch einmal Sleeves dazu. Das heißt, wenn wir ein Opening machen, haben wir sogar direkt Sleeves, damit wir einsleeven können. Bedeutet also, ihr könnt hier Displays kaufen, holt euch noch Sleeves dazu, die ihr geil findet und schon könnt ihr die Karten, die ihr am geilsten findet, sofort einsleeven. Ihr bekommt übrigens auch Rabatt durch meine Gutscheincodes, die findet ihr alle in der Infobox. Einmal mit Yami5 bekommt ihr auf alles 5%, außer auf Displays, und mit dem anderen Gutscheincode würdet ihr 15% auf alle koreanischen bzw. japanischen Produkte, die ja auch noch kommen werden, dann bekommen. Also 15% bzw. auch 5% auf alles, das kann sich, glaube ich, schon sehen lassen. Also ja, ich feiere das. Also ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was wir zuerst öffnen wollen. Von daher würde ich sagen, packen wir es mal kurz alles beiseite. Ich würde mich freuen, wenn ich das hier lese. Dann können wir das zuerst öffnen, beziehungsweise das werden wir auf jeden Fall aufmachen. Aber das Video ist jetzt schon deutlich länger, als ich es eigentlich machen wollte. Ihr checkt auf jeden Fall mal die Seite von God of Cards aus. Vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei. Und wie angesprochen, es kommt in nächster Zeit echt viel noch dazu. Von daher würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Opening bzw. auch die Produkte, die ich hier bekommen habe, auch gefallen haben, so sehr, wie sie mir gefallen haben. Und schreibt gerne in die Kommentare, was wir hier zuerst öffnen wollen. Wenn ihr vielleicht ein Produkt erkannt habt, was ich nicht lesen konnte, weil ich kein Koreanisch kann, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare. Dann weiß ich darüber auch mal ein bisschen besser Bescheid und dann können wir natürlich auch diese Produkte öffnen. Wir könnten natürlich auch das LOB gerne öffnen. Hätte ich auch nichts dagegen. Von daher bin ich jetzt hier auf euch angewiesen. Schreibt in die Kommentare, was das Zeug hält, damit wir dann unser erstes Opening davon machen können. Ich bin hyped. Ich bin wirklich hyped. Ich freue mich. Gut, meine Lieben, das war es jetzt auch endgültig mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne liken und abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit mir. Ich bedanke mich. Macht's gut. Haut rein. Ciao.